Hallo Ben, dein Rasentraktor-Batterieladegerät ist jetzt endlich fertig. Vielen Dank nochmal, dass du mir so ein bisschen aus der Patsche geholfen hast. Die Rasentraktoren, die haben so zwischen 18 und 30 Amperestunden Batterien, habe ich so recherchiert. Das ist jetzt hier eine 17 Amperestunden Batterie. Und wenn man da mit einem 10 LC rangeht, denke ich, sind wir hier ganz gut dabei bei ungefähr 1,4, 1,5 Ampere. Ja, dann hat man so eine 18 Amperestunden Batterie in 10 Stunden geladen. Ja, eine 30 Amperestunden dann höchstwahrscheinlich in 20 Stunden. Musste mal gucken, mal schauen, welche Dinger du da hast. Vielleicht geht es auch schon in, ne, wenn du, normalerweise sind solche Arbeitsschichten ja immer so 8 Stunden lang und der Rest könnte es eigentlich am Ladegerät verbringen, die Batterie. Ja, so dass er nicht überladen wird und dass er am nächsten Morgen wieder optimal einsatzbereit ist. Der schwingt jetzt ein bisschen hier, du hörst schon. Ging es leider nicht anders zu machen, um auf die Ampere zu kommen mit dem Netzteil hier. Aber ich denke, es ist im Rahmen. Auch hier noch verschiedene Schaltstufen dabei. Das ist die mittlere Schaltstufe und das ist die Freizockstufe. Wenn du ganz links unten bist, kannst du Batterien ranhängen, die bei unter 10 Volt sind. Also sogar, ich glaube, 0 Volt Batterien kannst du damit auch probieren. Wenn sie dann in der Voltzahl höher gehen, so nach 2-3 Minuten, dann kannst du es laufen lassen. Wenn sie bei 0 Volt bleiben, dann auf alle Fälle ausschalten, dann sind sie im Kurzschluss. Und ja, hier haben wir noch einen Solaranschluss mit angebaut. Da kannst du Solarpanels bis maximal 22 Volt und 10 Ampere ranhängen. Ja, rechts ist Plus, da wo Orange ist, und links Minus, da wo Schwarz ist. Könnte ich dann nochmal draufschreiben. Aber wenn nicht, guckst du einfach das Video hier dann nochmal an, wenn du wissen willst, wie du es anschließen sollst. So. Eingeschalten wird es ganz normal hier mit diesem Schalter. Dann ist es ganz aus. Und auch so gemacht, dass die Anzeige funktioniert, wenn kein Netzteil angeschlossen ist, dass du auch so gucken kannst, wo die Batterie rumguckt. Hier, das ist eine Entstörung noch mit, weil auch der pulst ordentlich ins Netz zurück. Und um wenigstens ein bisschen was abzufassen, alles kriegen wir damit noch nicht raus. Ich mal schauen, wie wir es noch hinkriegen. Ne, wenn man da ganz ins Detail geht, geht doch noch ein bisschen Reststörung zurück, aber es dürfte zumindest kein DLAN oder sowas zumindest mehr stören. Also bei den letzten Versionen hat dann so ein Teil funktioniert, dass das interne Hausinternet, was über Steckdose funktioniert, dann wieder funktioniert hat. Ja, vom Calvin die Entstörung. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem REMF. Ha, doch noch ein was vergessen. Hier steht es auch nochmal drauf. Die Sicherung ist eine träge 8 Ampere Sicherung. Und die ist dann hier verbaut. Falls die mal kommen sollte, wenn du hier eine fitte Batterie aus Versehen verkehrt rum anschließen solltest, und dann hier nichts mehr an Ampere reingeht, da ist die Sicherung dann hier hinüber. Dann einfach das Teil hier rausschnippeln. Wenn du danach hundertprozentig sicher bist, dass du es wieder richtig rum anklemmst, kannst du es einfach so dann zusammentun. Aber ich würde dir raten, dann wieder eine 8 Ampere Sicherung hier einzubauen. Ne? Weil beim nächsten Kurzschluss kommt dann der Transistor hier drin. So, jetzt aber.